Danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die deutsche Wirtschaft steht nach wie vor gut da. Das geht natürlich auch aus dem Jahreswirtschaftsbericht hervor mit dem Titel für inklusives Wachstum. Es geht aber auch aus allen Beiträgen, die ich heute gehört habe, hervor. Und auch die Berichte des Statistischen Bundesamtes sprechen eine eindeutige Sprache. So heißt der Bericht 2014, deutsche Wirtschaft in solider Verfassung, 2015, deutsche Wirtschaft weiter im Aufschwung und 2016, deutsche Wirtschaft setzt Wachstumskurs fort. Und da sagt der Herr Ernst, wir sollen eine neue Wirtschaftspolitik und unsere Strategie ändern. Ich glaube, wir müssen eben schauen, dass es so bleibt, wie es ist und nicht dementsprechend da die Kritik in den Vordergrund stellen. Und so viele Probleme es auch auf anderen Gebieten gibt, die jetzigen Jahre können rein wirtschaftlich betrachtet durchaus als goldene Jahre bezeichnet werden. Der wichtigste Wachstumsmotor war der Inlandskonsum. So stieg das verfügbare Einkommen 2016 um 2,8%. Erfreulich ist auch, dass das Wachstum im Euroraum mit 1,7% in 2016 auch aufgrund der expansiven EZB-Politik endlich spürbar anstieg. Und auch für 2017 rechnet die Bundesregierung mit einem positiven Wirtschaftswachstum von 1,4%. Im Wirtschaftsbericht heißt es, der leichte Wachstumsrückgang ist nicht Ausdruck einer sich eintrübenden wirtschaftlichen Perspektive, sondern lässt sich auf den Effekt einer geringeren Anzahl von Arbeitstagen im Vergleich zum Vorjahr zurückführen. Jetzt muss ich schon einmal anfügen, dass der Freistaat Bayern mit 13 gesetzlichen Feiertagen mindestens 4 mehr Feiertage hat als das Land Berlin. Und trotzdem ist Bayern innerhalb Deutschlands die Wachstumslokomotive mit einem Wachstum von 12,3% seit 2010. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Bayern würde auf einige Feiertage verzichten, dann wäre ja der Abstand zum Rest noch größer. Aber keine Angst, das machen wir natürlich nicht. Unsere Feiertage sind Teil unserer kulturellen und natürlich auch Teil unserer christlichen Identität. In Deutschland arbeiten erstmals über 43,5 Millionen Menschen, so viele wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Gleichzeitig waren so wenige Menschen arbeitslos wie noch nie. Und auf diese Entwicklung können wir stolz sein, meine Damen und Herren. Wir legen das vierte Jahr in Folge einen ausgeglichenen Haushalt vor. Und auch auf diese Entwicklung sollten wir in erster Linie stolz sein und uns darüber freuen. Damit nimmt die Schuldenquote weiter ab. Sie liegt momentan bei 68% im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Es ist jedoch absehbar, dass der demografische Wandel und andere Herausforderungen auf uns zukommen. Deshalb ist die Tilgung von Schulden in der jetzigen Situation ein Gebot der Stunde. Eben auch, damit der Staat bei zukünftigen Herausforderungen und etwaigen Krisen jederzeit handlungsfähig bleibt. Deshalb dürfen und müssen wir natürlich trotzdem über Steuerkonzepte, die gerade die Mittelschicht, aber auch Familien entlasten, sprechen. Man gewinnt jedoch anhand der aktuell geführten Debatte eher den Eindruck, dass es nicht um die Frage Schuldentilgung oder Investitionen geht, sondern dass Sie und vor allem Sie von den Linken die Überschüsse eben lieber konsumieren wollen. Es wird ja vom Bund so viel investiert wie noch nie. Wir erleben einen nie dagewesenen Investitionshochlauf. Insgesamt wurden die Investitionen in dieser Legislatur um ein Drittel auf über 36 Milliarden Euro erhöht. Davon gehen 2017 13,7 Milliarden Euro in die zentralen Treiber für Wachstum und Wohlstand eines zukünftig auch erfolgreichen Investitionsstandortes, nämlich in die Verkehrsinfrastruktur und in die digitale Infrastruktur. Wir müssen Güter, Personen, Datenströme möglichst schnell und möglichst sicher transportieren, um auch zukünftig erfolgreich zu sein. Mit insgesamt 4 Milliarden Euro bis 2020 wird der Breitbandausbau in unterversorgten Regionen jetzt unterstützt. Und auch in den Kommunen steigen die Investitionen. Über 50%
der Investitionen finden hier statt. Und es gilt auch zu betonen, dass die öffentlichen Investitionen insgesamt lediglich 10% der gesamtwirtschaftlichen Investitionstätigkeit ausmachen. Und auch deshalb ist es erfreulich, dass die privaten Investitionen anziehen. Das heißt so schön, man kann die Pferde zur Tränke führen, saufen müssen sie von alleine und sie beginnen zu nippen, wenn nicht schon zu trinken. Und das ist ein sehr positives Signal. Natürlich profitiert Deutschland und auch der Staatshaushalt auch von der Niedrigzinssituation. Jens Weidmann meinte neulich letzte Woche, dadurch, dass die Zinseinsparungen weitestgehend ausgegeben werden, sei der Haushalt sogar expansiv. Der Sachverständigenrat empfiehlt die schnellere Beendigung des Anleihenkaufsprogramms der EZB, auch weil die Inflation mittlerweile anzieht. Wir brauchen die Zinswende, aber wir brauchen sie so, dass dadurch nicht neue Finanzkrisen entstehen können. Und der Sachverständigenrat mahnt zu Recht die fehlenden strukturellen Reformen innerhalb der Euro-Länder an. Die Zeit muss natürlich jetzt genutzt werden. Gleichzeitig müssen wir die europäischen Strukturen stärken, mehr denn je. Wir brauchen den Mut, auch hier langfristige Konzepte zu entwickeln. Angesichts der Flüchtlingskrise brauchen wir auch weiterhin einen flexiblen, aufnahmefähigen Arbeitsmarkt. Gerade deshalb war es so wichtig, dass ein Integrationsgesetz mit den Inhalten fordern, aber eben auch fördern, in dieser Legislatur umgesetzt wurde. Sprache ist dabei der Schlüssel für Integration und oft ist wiederum Arbeit, inklusives Wachstum und Beschäftigung der Schlüssel für die Sprache. Sicherheit, auch gerade die innere Sicherheit, ist die Voraussetzung für Stabilität, auch für wirtschaftliche Stabilität. Unsicherheit ist Gift für die wirtschaftliche Entwicklung und deshalb müssen wir uns natürlich die Entwicklungen, Stichwort Brexit und Stichwort US-Wahl, anschauen, muss uns diese Entwicklung umtreiben. Der Sachverständigenrat weist zu Recht darauf auf die negativen Auswirkungen von Renationalisierungstendenzen hin. Eines ist klar, Protektionismus schadet letztlich insgesamt allen. Aber es ist natürlich auch so, dass die Globalisierung nicht auch allen nutzt. Nicht alle sind Globalisierungsgewinner und darüber muss mehr gesprochen werden. Deutschland hat sich zu einer ehrgeizigen Umsetzung der globalen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen verpflichtet. Die neue Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung setzt hier Maßstäbe. Wir sind also hier schon weiter, als die Grünen es propagieren. Und letztlich, um in einer globalen Welt bestehen zu können, brauchen wir nach wie vor Ideen. Wir brauchen Kreativität, wir brauchen Innovationen. Gerade die Verbesserung hinsichtlich der Nutzung von Wagniskapital und der Verrechnungsmöglichkeit von Verlustverträgen sind hier vielversprechend. Und wir werden uns natürlich auch weiterhin dafür einsetzen, Professor Riesenhuber, dass die steuerliche Forschungsförderung kein frommer Wunsch in Zukunft bleibt, sondern dann tatsächlich die Realität auch in Deutschland wird. Roman Herzog meinte zu Recht, die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über unser Schicksal. Genau diese Zukunftsfähigkeit wollen wir erhalten. Mit dem Jahreswirtschaftsbericht stellen wir uns den Herausforderungen der Zukunft, um diese zu meistern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes kommt die Rednerin Frau Gabriele Kaczmarek von der SPD-Fraktion.